Ich begrüße euch zur Folge Zelda Breath of the Wild. Heute mal wieder nachkommentiert, weil ich voll Idiot einfach die Tondatei gelöscht habe. Naja, ist denke ich mal nicht so schlimm. Wir gehen heute zuerst in den Schrein. Ich habe übrigens keine Ahnung mehr, was ich eigentlich in diesem Part gemacht habe. Das heißt, das ist quasi für mich gerade nochmal blind. Ich habe auf jeden Fall zuerst scheinbar einen Schrein gemacht. Ah, ich erinnere mich, okay. Da stelle ich mich gleich erstmal ein bisschen doof an. Also freut euch drauf. Wir haben jetzt hier diese Kugel und die muss da rein. Aber wie ihr seht, kann man die nicht drüber werfen oder so. Die muss mit diesen komischen Dingern, die hier hoch runter gestoßen werden, dahin getragen werden. Oder hingebracht werden, wie auch immer. Und ja, dafür muss man die verschieben mit diesem Kristall da. Und das ist so das Prinzip des Dungeons. Das finde ich da gerade erstmal raus, wie das funktioniert. Genau, so. Ist eigentlich relativ einfacher Dungeon, wenn man durchblickt. Ich glaube, das Rätsel schaffe ich auch relativ schnell, aber die Truhe ist ein kleineres Problem für mich, auch wenn die eigentlich auch ziemlich einfach ist. Aber ich will euch nicht spoilern, wir gucken jetzt erstmal, wie ich mich anstelle. Die ersten beiden, ja, Plätze, sage ich mal, kann man nicht verschieben. Das ist echt auch super. Wie bekomme ich die Truhe nach, die Truhe, den Ball nach oben? Tipp, da steht nehmen, lieber Marvin, da steht nehmen. Und ich versuche ihn da gerade hochzukicken. Gleich versuche ich es auch noch anders, aber... So langsam kommen die Erinnerungen wieder. Da, Mensch, starte das Modul, wow. Und versuche jetzt da hochzuschlagen. Wie man sehen schon, wie man schon am Pfeil sehen kann, das wird nichts. Ja, und da liegt sie jetzt. Ich denke mal so, wie bekomme ich jetzt so hoch? Und dann ist mir aufgefallen, oh, das steht neben. Ja, genau, das ist einfach. Es ist typisch ich, sage ich mal. So, jetzt kann man die Truhe, wie sage ich immer Truhe, den Ball da reinpacken, wenn man nicht zu doof dafür ist. Und ihn damit wegschauen lassen, quasi. Ist kein schweres Rätsel, ist eigentlich einfach nur ein bisschen gucken und dann checken. Was ich da gerade mache, weiß ich auch nicht. Also manchmal, da frage ich mich selbst einfach nicht und ist auch gerade spannend, mir zuzugucken, was da gerade passiert. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich verstehe das erstmal, okay. Ja, so ist es eigentlich ganz klug, das hinzustellen, sag ich mal. Erstmal, um an die Truhe dran zu kommen, aber ich wollte erstmal das Rätsel lösen. Deswegen, so ist es halt ziemlich gut. Und so kann man das dann einfach da reinschieben. Nicht schieben, reinschlagen lassen quasi durch diese Dinger. So, und dann müssen halt logischerweise noch oben die Holzkisten weg. Und wie macht Klein Marvin das? Mit einem Feuerpfeil, wie man sehen kann. Was auch gut funktioniert. Halt nur ein bisschen dauert, bis die alle anbrennen. Aber, ja, funktioniert auf jeden Fall, wie man sehen kann. Kein Hexenwerk, einfach ein bisschen nachdenken. So, und dann nimmt man jetzt den Ball, oder die Kugel, wie auch immer, und packt sich das Ding da rein. Genauso, man lässt sich ja verfallen. Da habe ich aber allgemein im Spiel immer meine Probleme, weil ich einfach daran gewohnt bin, dass man direkt mit A wirft und nicht, wie es halt hier ist, dass man mit R wirft. Irgendwie ist das ein bisschen seltsam, ich weiß nicht. Und dann landet die Kugel drüben und wird direkt drüber geschlagen, landet da drinnen und bumm, sie da, sie ist drinnen. Wunderbar. Und ja, so funktioniert das Rätsel relativ einfach. Jetzt könnte man schon den Schrein verlassen. Aber ich möchte natürlich auch die Truhe haben. Und das ist jetzt eine spannende Angelegenheit, wie man daran kommt. Ist eigentlich ziemlich einfach. Ich denke mal, ihr habt es auch schon raus, aber irgendwie war ich da ein bisschen doof, als ich das gespielt habe. Ich habe mich erstmal rübersteuern lassen quasi. Und wollte da versuchen hochzulaufen. Klappt nicht so ganz, wie man sehen kann. Aber ich hoffe mal, auf das Rätsel-Lösung komme ich auch gleich noch, weil ich komme definitiv drauf, das kann ich schon mal spoilern, aber es ist halt echt nicht schwer eigentlich, es ist so einfach. Da
Was auch immer ich da versuchen wollte mit dem Status-Modul, keine Ahnung. Mit dem Magnet kann man die, glaube ich, nicht runternehmen. Vielleicht, ja, das versuche ich sogar. Die Bomben. Was soll ich denn damit machen? Die runterschleudern lassen oder was? Keine Ahnung, ob das vielleicht sogar auch funktionieren würde. Weiß nicht, eventuell. Jetzt wollte ich so darüber fliegen. Das klappt sogar fast, wie man sehen kann. Das klappt fast, aber halt auch nur fast und nicht ganz. Und dann bin ich auf die brillante Idee gekommen, beziehungsweise war es einfach nur aus Versehen irgendwie, dass ich halt da in die Luft geschleudert wurde und zurückfliegen wollte. Es klappt halt nicht wirklich, weil man da ein bisschen gelenkt wird und deswegen funktioniert das nicht so, wie man sich das denkt, sag ich mal. So. Und jetzt hat sich Klein Marvin gewundert, wieso er nicht ganz drüber geflogen ist. Das Ding ist halt kürzer, dieser... ja. Die Platte, wo man drauf fällt. Jetzt bin ich sogar da nicht drüber gekommen. Das ging auch vorne. Ah ne, stimmt, ja, die ist jetzt auch kürzer. Die ist auch gedreht. Das habe ich ja vorher nicht gedreht gehabt. Die habe ich aber gedreht, als ich oben drauf war. Deswegen ist das Ding jetzt auch kürzer. Und bis ich das rausfinde, vergehen mir schon noch Jahre. Achso, ich fliege einfach rüber. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Es ist echt spannend, mir gerade selbst zuzugucken, wie ich diesen Schrein löse. Es ist eigentlich halt echt nicht schwer. Bin ich jetzt drauf gekommen? Es scheint so. Ja, das ist eine gute Idee, Marvin. Genau so. Und jetzt kann man einfach zurückfliegen und hoch auf diese, auf diese Plattform fliegen. Heißt nichts Schweres, einfach ein bisschen nachdenken und ein bisschen machen. Und dann schafft man das relativ einfach. So, und da ist man. Bam, wir haben die Truhe, sehr schön. Nichts sonderlich Schweres. Und da ist ein wundervolles Elektroschwert drin, ne? Ja, dass man erstmal fotografieren kann, wenn es denn funktionieren würde. Das ist manchmal so ein bisschen doof, finde ich, dieses Fotografieren. Das ist einfach manchmal ein bisschen, ja, manchmal bekommt man den Fokus einfach nicht. Keine Ahnung, wieso. Und damit haben wir einen wundervollen weiteren Schrein abgeschlossen. Jetzt wollte ich mal gucken, ob da hinten noch irgendwas ist, scheinbar. Beziehungsweise weiß ich sogar noch, wie ich das gesagt habe. aber was jetzt kommt, weiß ich gerade wirklich nicht mehr. Ich weiß nur noch, beziehungsweise jetzt weiß ich wieder, wie ich den Schrein gemacht habe. Aber was jetzt noch kommt, habe ich absolut keinen Plan mehr. Zeichen der Währung, sehr schön. Jetzt haben wir auch 4. Bestimmt gehe ich gleich nach Kakariko und... Ja, ich glaube, ich hole mir jetzt nichts Herz oder so. Glaube ich. Mich daran erinnern zu können. Aber wir werden es sehen. Ich will euch ja nicht spoilern, was ich im Part mache quasi. Deswegen, guck mal einfach mal. Eine wundervolle Ladezeit. Ich wollte gerade sagen, die kann ich erstmal rausschneiden, aber ja, war relativ schnell vorbei. So, und jetzt sind wir wieder hier in den Ebenen irgendwo. Irgendwo weit oben. Da habe ich mich jetzt glaube ich gewundert, was da für ein Tempelsymbol war. Und dann ist mir wieder eingefallen, ach ja, es war die Schlucht da. So, jetzt suche ich glaube ich Kakariko. Also da ist genau. Genau da ist es, Marvin, genau. Sehr schön. So. Und da holt sich Klein Marvin wahrscheinlich jetzt seine nächste Belohnung. Sein wundervolles nächstes Herz. Sein nächstes Herzkontainer, wie auch immer. Ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal Ausdauer holen können. Weil die ist ja immer ein bisschen knapp. Aber ja, ist halt so. Ach ja, Hariko. Ist, by the way, in Breath of the Wild, würde ich sagen, eine meiner liebsten Städte bisher. Wir haben nur 2 gesehen, aber ich meine allgemein so,
das wahrscheinlich beste Kakariko von allen Zelda-Spielen. Es ist relativ groß, finde ich, aber es ist auch ziemlich cool einfach insgesamt. Finde ich. Also das aus OOT. Wir können mal darüber reden, dass ich jetzt auch mal ein Gesprächsthema habe und nicht ihr so random einfach drauf loslabere. Das in OOT ist halt so. Es gab es auch schon in den Link to the Past, fällt mir gerade so auf. Wenn man da so reinkommt, Link to the Past ist halt so eine ganz normale Stadt, einfach, also nichts unbedingt krasses oder so, einfach eine Stadt halt, wo man reinkommt und Dinge machen kann und so. Ist halt für mich nicht wirklich erinnerungswürdig, sage ich mal. Also, ich habe so ein bisschen den Aufbau im Kopf, aber ja, ist halt eine Stadt und mehr auch nicht irgendwie. Dann, das ist aus OOT, man erinnert sich einfach daran, weil halt in der Stadt auch einiges passiert, sage ich mal. Es ist halt eine ziemlich wichtige Stadt, weil ist halt eine Stadt für Flüchtlinge, einfach quasi irgendwie, die Impa erschaffen hat, also was heißt erschaffen hat, einfach die Impa erbaut hat und halt dort die Flüchtlinge reinkommen können und so und ja, es dann dort gut geht. Und es strotzt auch so von erinnerungswürdigen Charakteren, sag ich mal. Die ganzen Bauarbeiter, die bleiben einfach im Kopf, wenn man OOT mal gespielt hat, sag ich mal. Und man erinnert sich an die. Weil sie einfach alles so einen ganz speziellen Look haben. Deswegen erinnert man sich daran, dass die in OOT, Majora's Mask und auch im dem Minish Cap vorkommen, genau. Ich wollte gerade sagen, dem Game Boy Advance Teil, aber jetzt ist mir wieder eingefallen, Minish Cap. Und deswegen erinnert man sich an die. Da wollte ich mal gucken, ob man die auch fotografieren kann. Und jetzt suche ich, glaube ich, gerade einen Huhn. Egal, jedenfalls, ist halt voller Charaktere, an denen man sich einfach erinnert. Oder einfach die Leute, die an dem Baum stehen, wenn man halt in die Stadt reinkommt, sag ich mal. An die erinnert man sich auch einfach. Und sowas in der Richtung. Was mache ich da gerade? Und ja, deswegen ist das Kakariko in OOT auf jeden Fall unfassbar cool, finde ich. Eine sehr atmosphärische Stadt einfach irgendwie, da durch die ganze Hintergrundgeschichte. Und weil halt auch im Spiel einiges noch passiert, deswegen erinnert man sich an die Stadt und an das, was passiert. Und ja, dann, was mir auch noch sofort in den Sinn kommt, wenn ich einfach an Kakariko denke, ist die Variante aus Twilight Princess. Einfach. Ach genau, was wird der aus OOT? Weil halt auch die Musik so schön passt einfach. Die ist halt so so friedlich einfach. Und das passt halt zu dieser Stadt, die von Flüchtlingen einfach bevölkert wird, sag ich mal. Das passt einfach voll dazu. Ich meine, ich glaube, das ist auch die Musik, die auch A Link to the Past gespielt hat, wenn mich nicht alles täuscht gerade. Aber es passt einfach zu der Stadt dazu, sage ich mal. Den Krog hier übrigens gerade habe ich mal zufällig gesehen, deswegen wollte ich den direkt mal holen. Und ja, ist einfach eine Stadt, die irgendwie im Gedächtnis bleibt, sage ich mal, in OOT. Gut, dann kommen wir zur nächsten Ausführung, die mir so im Gedächtnis geblieben ist, die aus Twilight Princess halt. Ich bin zwar nicht der aller größte Twilight Princess Fan, ich mag das Spiel, aber es hat definitiv seine Fehler, das muss man sagen. Ist definitiv nicht das beste Zelda Spiel, wie es von einigen gehandelt wird. Es hat eine schöne Story, aber nicht wirklich erinnerungswerte Charaktere, finde ich. Ich meine, man kann sich einfach wegen diesem besonderen Zelda-Art-Style daran erinnern, sage ich mal. Aber halt nicht irgendwie von den Dingen, die sie machen. Und ich kann mich auch an die Namen nicht erinnern. Zum Beispiel diese, ich nenne es mal, Widerstandsgruppe, die halt in, die da halt immer mal wieder geholfen hat. Zum Beispiel im Eisgebiet, also dem, was halt so dem Dungeon dort geführt hat. Da hat man ja auf diese eine Frau getroffen, die so ein bisschen irgendwie so ein Pony hatte und so. Ich kann das nicht beschreiben. Ich habe, wie gesagt, ich weiß den Namen von der gar nicht mehr. Oder halt Raffler. Den Namen weiß ich noch, weil ich den cool fand.
Die meine ich halt, die Gruppe, das ist halt sowas wie eine Widerstandsgruppe bei mir gewesen. Wo ja auch der eine Typ aus Ordon dazugehört hat, zu der Widerstandsgruppe, die man zu Beginn des Spiels, mit dem man da geredet hat, wo das Spiel geredet hat, als das Spiel gestartet hat, oder ist, gestartet ist. Und jedenfalls, ja, die bleiben einfach ein im Kopf vom Design her, allgemein, aber halt nicht von dem, was sie machen, sag ich mal. Ich kann mir halt kaum die Namen von denen merken und so, deswegen. Keine Ahnung, wer das ist und so. Das ist einfach die Sache. Und ist halt schade, aber ja, und das ist halt so der Gegensatz zu dem aus OOT, weil man da einfach die Charaktere im Gedächtnis hält, sag ich mal. Im Laufe des Spiels. Und Breath of the Wild hat bisher auch nicht so unbedingt erinnerungswürdige Charaktere, sag ich mal. Ich meine, die vier Recken, die man schon in der einen Cutscene, in der einen Erinnerung gesehen hat, die, ja, kennt man halt so, aber ansonsten würde mir halt kein anderer Charakter einfallen, außer halt sowas wie Impa zum Beispiel, die halt einfach einem hilft und so, aber halt der König vom Beginn des Spiels, aber ansonsten fällt mir so nicht wirklich ein Charakter aus Breath of the Wild ein, deswegen, aber in OOT kennt man einfach die meisten Charaktere, was einfach so besonders sind, sag ich mal. Oder auch in Majora's Mask. Ich denke mal, das liegt auch voll am Artstyle, diesem kantigen Stil halt, aber ja, Twilight Princess kann ich mir die meisten Charaktere nicht merken, aber jedenfalls kann ich oder erinnere ich mich da gerne an Kakariko, weil es halt einfach so eine coole Wüstenstadt ist, sag ich mal. Es ist einfach, es bleibt einfach irgendwie im Kopf, wie die Stadt da aussieht, sag ich mal. Vor dem Todesberg und die Musik dazu noch, es ist einfach so eine passende Stadt, sag ich mal. Es ist mega cool, die Musik dazu und auch das, was da halt passiert, zum Beispiel, wenn man Epona zurückbekommt und so. Das merkt man sich einfach irgendwie. Und ja, deswegen kennt man die Stadt nach dem Spiel noch, sage ich mal. Und auch man trifft seine ganzen Freunde wieder, zum Beispiel halt die Kinder aus Ordon, die trifft man da auch wieder, deswegen. Das sind einfach so Charaktere, also das sind Charaktere, die bleiben einen schon im Kopf. Ich könnte jetzt zwar keinen Namen von denen sagen, außer von Ilya, weil der einfach wichtig ist, der Name, aber von den anderen Leuten könnte ich keinen einzigen Namen sagen, aber sie bleiben halt vom Design einfach im Kopf, sag ich mal. Und das ist halt auch wichtig. Wenn man Charaktere in sein Spiel einbindet, müssen sie irgendwie im Kopf bleiben und das wird halt meistens irgendwie dadurch geschaffen, dass man die Namen, also dass sie halt interessante Namen haben und auch einfach durch deren Aktion, sag ich mal, was sie halt im Verlauf der Handlung tun. Nicht unbedingt halt nur durch irgendwie Rückblenden oder so, ein krasses Schicksal von den Charakteren oder so. Das bleibt einem natürlich auch im Kopf, aber halt auch definieren sich die Charaktere von dem aus, was sie halt im Verlauf der Handlung tun, sag ich mal. Das bleibt auch einfach irgendwie im Kopf und ja, was bleibt mir da aus Twilight Princess im Kopf? Ilya, weil sie halt mega wichtig für die Story ist, aber ansonsten fällt mir halt keiner so wirklich ein, außer halt aus Kakariko zum Beispiel der Bombenhändler. Da wüsste ich jetzt zum Beispiel auch den Namen nicht, aber halt der Priester. Weil es einfach Charaktere sind, die sind halt einfach wichtig für die Story, aber sie machen halt nichts Spannendes größtenteils oder irgendwas Wichtiges, außer halt der Priester, aber ich weiß trotzdem die Namen von denen nicht. Deswegen fallen einem die Namen nicht ein. Zum Beispiel Thelma. Thelma ist einfach ein wichtiger Charakter in der Story, aber hat halt auch eine ziemlich spezielle Persönlichkeit, sage ich mal. Und deswegen weiß ich auch den Namen von ihr zum Beispiel noch. Es ist einfach so die Sache, aber von den ganz anderen Leuten kann ich mich halt nicht wirklich daran erinnern, weil die einfach nichts Wichtiges irgendwie gemacht haben oder halt keinen so richtig krass interessanten Charakter haben irgendwie. Und deswegen, ja, finde ich Twilight Princess insgesamt halt auch nicht so krass gut irgendwie. Also, beziehungsweise so, es ist ein gutes Spiel auf jeden Fall, aber kommt halt nicht an sowas wie OOT ran oder
Ich finde es auch nicht so gut wie Breath of the Wild. Wie gesagt, Breath of the Wild hat zum Beispiel dieses Charakterproblem auch. Aber, ja, es ist einfach storytechnisch zum einen cooler, finde ich. Und auch einfach von diesen ganzen Erkundungszeugs her. Das macht das Spiel einfach so unfassbar cool. Ich meine, es ist halt kein richtiges Zelda mehr irgendwo, sag ich mal. Dieses ganze Erkundungsgedöns ist halt nicht mehr so Zelda, wie man es kennt. Aber das finde ich auch gut, weil die Serie einfach inzwischen mal eine Entwicklung braucht. Ich meine, die Serie hat sich jahrelang nicht wirklich weiterentwickelt, irgendwie. Und deswegen ist es gut, dass sie sich langsam mal entwickelt. Jetzt soll man halt nur noch ein bisschen mehr von den klassischen Zeldas einbringen, sag ich mal. Und dazu halt dieser Open-World-Aspekt. Und dann wird das Spiel, das nächste Zelda, noch viel, viel cooler. Aber ja, ich denke mal, ich werde, wenn ich dran denke, im nächsten Part noch weiter über das Thema reden. Im nächsten Part werden wir uns ein bisschen hier in diesem Gebiet, glaube ich, umgucken. Den habe ich noch nicht aufgenommen, deswegen keine Ahnung. Bis dann, ciao, euer Reload. Tschüss.